Story über Kreipes Entführung machte in allen britischen Zeitungen Schlagzeilen. In Kairo wird Kreipe zum Verhör gebracht und dann wie andere Gefangene nach England verschifft. Dort bleibt er bis 1947 in einem Gefangenenlager für Generäle. Man hielt ihn nicht für einen wichtigen Mann. Die Briten fanden ihn als Persönlichkeit nicht sehr beeindruckend. Das beweist noch einmal, dass er nicht entführt wurde, um an Informationen zu kommen, sondern nur, weil die Operation öffentlichkeitswirksam war. Im griechischen Fernsehen hat die Entführung ein friedliches Nachspiel. Der Ex-Agent Lee Fermor tritt 1972 in einer Show auf. Dann kündigt der Moderator einen weiteren Gast an, den Mann, der einst entführt wurde, Heinrich Kreipe. Herr General, ich bin so zufrieden, Ihnen wiederzusehen, nach so vielen Jahren. Sie haben sich auch nicht sehr verändert. Etwas älter sind Sie geworden. Sie fast nichts. Kriegserinnerungen. Jetzt haben Sie Unterhaltungswert. Der vierte Fall. Ein deutsches Kommando setzt ein mörderisches Zeichen.